Das war ein Reference. Ah, ja. Hör dir die friedliche Mucke an. Es ist vorbei. Ja, your turn. Achso, ja, ich bin der alte Sack-Chung, hab grad geträumt. Puh, den hast du's gegeben. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht für so einen jungen Kerl. Junger Kerl, ich bin 20, also ich darf doch mal bitten hier. Echt mal. Ich danke auch dir, junge Frau. Für mich gibt's hier wohl nichts mehr zu tun. Ah, da fehlt ein Zu. Echt mal. Für mich gibt's hier wohl nichts mehr tun. Aber was mich die ganze Zeit gestört hat, wer ist diese Person, die Yamaria steuern soll? Und da fehlt ein Freizeichen. Alter. Steuern soll. Er dachte wohl, dass das Spiel voller Schreibfehler ist, dass seine Pläne von der schwarzen Schildkröte durchkreuzt werden könnten. Also hatte er die Katzenmenschen benutzt, um das Siegel der schwarzen Schildkröte zu stehlen. Eigentlich nur ein kleines Votivbild? Ja. Votivbild. Traurige Geschichte. Er hat nicht nur die Dorfleute, sondern auch die schlafenden Geister ausgenutzt. So ein Arschloch. Schäm dich, echt mal. Heißt der Typ zufällig Roger Bacon? Nee, der ist Roger Klotz. This is not duck funny. Servus, Dieter. Roger Bacon? Jetzt hab ich schon wieder Hunger. Bacon! Er ist dieser Hexenmeister, der versucht hat, mich im Zug zu schnappen. Objection! Ihr zwei kennt Roger Klotz, Bacon? Ist der so berühmt? Wenn Roger Klotz wieder aufgetaucht ist, dann gibt es keinen Zweifel, dass er Strapsen trägt. Hä? Die Japaner haben mich in Changchun gefangen genommen und in einem Sonderzug nach Fengtian eskortiert. Bacon, jetzt dreht die Musik durch. Bacon ist in dem Zug aufgetaucht, hat die Soldaten alle gemacht und versuchte mich zu entführen. Alle gemacht, das ist freudig ausgedrückt, hat die... Ja, ich gehe nicht ins Detail, aber es war sehr schmerzhaft. He take his head and splat it and crash it on it on the next wall. Ja, so in etwa. Aber natürlich kam ich ganz ganz galant rein und habe ihn wie ein hilfloses Karnickel weggeblasen. Das klingt so falsch, junger Mensch. Von wem sprichst du? Roger Bacon. Klotz. Roger Bacon, du glaubst doch nicht, dass du ihn getötet hast. Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Mit dem wirst du nicht fertig, auch wenn du dich noch so anstrengst. Hätte man das Wort nicht auch noch irgendwo hinquetschen können. Na, vielen Dank, Andy. Echt ja, mal. Nun reg dich nicht so auf. Ich weiß, dass du stark bist. Also, ich sage euch meine Meinung. Mein Meinung, jawohl. Mein Meinung. Ja, ich hab's einfach mal korrigiert jetzt. Ja, passt schon, aber doch fehlt trotzdem ein E. Ja. Roger Klotz hat nicht die... Was? Heisigen Geister benutzt? Nee, da steht schon hiesigen. Hiesigen Geistern benutzt? Was sind hiesig? Was ist das denn für ein Wort? Hiesig, anderes Wort für ansässig. Also, aber hat irgendwie mit der Sache zu tun. Also ist jemand anders der Drahtzieher? Hat das wohl etwas damit zu tun, dass mich das Militär nach Japan bringen wollte? Aber die Aura dieses Schreins scheint von einer tiefer wurzelten, reineren Bösartigkeit auszugehen. Seit wann ist Bösartigkeit bitte rein? Echt mal, das macht... Die Texte machen nämlich keinen Sinn! Er ist voll von Hass und Gier und Rachegefühlen. Als ob das was Schlimmes wäre.
Du bist wirklich ein besonderes Mädchen. Was? Das steht besonders. Also irgendwas ist hier faul. Welcher Depp hat das übersetzt oder geschrieben? Mal ernsthaft, da steht ein besonderes Mädchen. Was zur... Allein schon in diesem Teil hatten wir jetzt 3 oder 4 Schreibfehler. Ja, also wenn da jetzt ein Apostroph vor dem S stehen würde oder so, dann könnte man es noch akzeptieren. Aber da steht nicht mal ein Apostroph, also. Nee. Alter. In meinem Beruf nennt man Leute mit solchen Wahrnehmungskräften Dämonenaugen. Ja. Natürlich wird in diesem Land jeder, der unerklärliche Kräfte besitzt, als Dämon bezeichnet. Aber du hast besondere steht da, Kräfte. Du siehst, was andere nicht sehen und hören. Hörst, was? Du siehst, was andere nicht sehen und hörst? Was ist das andere? Ist das so richtig? Ja, und hörst, was andere nicht hören. Das passt schon grammatikalisch. Okay, da habe ich mich vertan. Was andere nicht... Achso, und hörst, was andere nicht hören. Ja, macht der Satz auch Sinn. Tja, man muss schon warten, bis der Textbox ausgeschrieben hat. Ja, ich bin dann immer unvorsichtig hier. Stell deine Kräfte lieber nicht so zur Schau. Sonst trachtet man bald danach, dich zu benutzen und dann zu töten. Rape! Ja, echt mal. Punkt, Punkt, Punkt. Echt mal. Alter Mann, behalte deine ominösen Orakelsprüche für dich. Du auch, Junge. Nix ist. Du wirst nie Kinder haben. Ach nee. Die Kunst der Fusion ist seit dem alten Japan verboten. Sie ist ein zweischneidiges Schwert. Oh yeah. Eine verbotene Kunst aus dem Zeitalter der Götter? Klingt doch nach Spaß. Wenn sich dein Herz in Finsternis hüllt und deine Kräfte freien Lauts haben, bist du eine Gefahr für alle. Hör bloß auf, ich kann mir schon alleine helfen. Vielen Dank. Bitteschön. Hat dein Vater dir beigebracht, wie das geht? Objection. Vergiss es. Was, Alter? Du kennst meinen Alten? Aber du solltest wissen, dass dieser Tumult gerade erst der Anfang war. It's just the beginning. Es stimmt, war ja auch erst der erste Boss, Alter. Also dann gehen wir. Ich schätze, das Tor lässt sich jetzt öffnen. Ja. Echt mal. Und sie verschwinden wieder in mir. Na, wie typisch. Haha, sie haben ein Muschelarmband. Oh, wie toll. Aber hier feines. Und es erhöht auch noch ein bisschen die Werte. Flucht möglich, selbst mit allen amoklaufenden Verbündeten. Ja, dann kann ich ja aber gar nichts mehr machen. Wenn jeder Amok-Renning ist. Wenn jeder ausrastet und jeder jeden fickt, so wie er gerade lustig ist, dann haben wir hier bald die größte Orgie in der Geschichte der Herzen. Ja. Was gar nicht mal so schlecht klingt, wenn man es mal genau betrachtet. Wo ist dieser Hausirrer? Eigentlich heißt es ja Hausierer, aber ich habe damals gerne mal gelesen Hausirrer. Hausirrer? Naja, gut. Hey, okay, sind gut. Sie der Hausirre von mir? Naja, gut, Leute, ich würde sagen, ich habe euch gezeigt, was ich machen wollte. Ich habe endlich den Boss geschafft, auch wenn ich gedacht habe, dass ich den in den nächsten 10 Minuten pack. Tja, von wegen. Aber naja, was soll's. Man sieht sich dann heute Abend, denke ich mal, nochmal bei... Wahrscheinlich bei No More Heroes... Ja. Mal überlegen. Ja, okay, gut. Und damit verabschieden sich Shadowfang 2K7 und Shadowsword 5. Bis dann. See ya. Ciao.